Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Darksiders 2, wo ich mich gerade frage, haben wir wirklich an dieser Stelle hier aufgehört? Ich dachte, wir wären da noch rübergeklettert, aber war das vielleicht ein anderer Sprung, der so ähnlich war? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß das wirklich nicht mehr. Ich bin halt dumm. Machen wir hier erstmal einen Zwischenstopp. Ich glaube, ich muss hier sowieso irgendwo runterjoggen, oder? Ne, da oben ist eine Kiste drauf. Ärgerlich. Ich wollte halt trotzdem mal da runterjoggen. Ich habe mir gedacht, das wird bestimmt total cool. Aber ich hoffe, meine... Reaktionsfähigkeiten in der Lage, die heutige Folge hier noch umzusetzen. Und dass meine kognitiven Fähigkeiten zumindest das eine oder andere Rätsel wegkriegen. Nehmen das hier gerade, das habe ich in der... What? Doch, den haben wir schon gemacht. Doch, den haben wir schon gemacht. Da bin ich mir relativ sicher. Da ist das Handwerk gerade alles sehr vertraut, oder wir machen hier gerade zweimal hintereinander sehr ähnliche Segmente. Sagen wir, das habe ich auch in der heutigen Witcher-Folge schon mal erzählt. Ich bin eigentlich total übermüdet und sollte lieber in meinem Bettchen liegen. Stattdessen nehme ich jetzt hier nach einer durchgearbeiteten Nacht, ich arbeite ja im Nachtdienst, ganz regulär, sitze ich jetzt hier am Morgen, es ist inzwischen 8.06 Uhr und ich sitze hier und nehme eine Folge Darksiders auf. Und ich habe eben schon eine Folge Witchers aufgenommen. Warum? Weil ich es kann, weil ich es möchte, weil ihr mir wichtig seid. Und weil ich möchte, dass ihr heute nicht auf Folgen von The Witcher und Darksiders verzichten müsst. Seite nehme ich natürlich mit. Bald das dritte Kapitel zusammen. Das ist natürlich sehr cool. Falsche Taste. So, was haben wir hier? Erstmal prinzipiell einen Hebel, den wir umlegen werden. Denn ich vermute mal ganz stark, dass das an dieser Stelle von uns erwartet wird. Denn warum sollte da ein Hebel sein, wenn wir den Hebel nicht umlegen? Stell dich mir! Hier! Jetzt! Halt still, Lumpenkerl! Noch mehr Zorn! Deine Verteidigung ist schwach! Ja, ich sehe gerade. Ich steck deinen Kopf auf einen Spieß! Weil ich hier relativ riskant gespielt habe gerade. Weil unsere ultimative Attacke, die wir da benutzen, die ist zwar total cool. Bestimmt auch gerade in größeren Gruppen. Aber wir sind halt absolut stationär und wir sind dabei nicht unverwundbar. Und so ein Typ, der knüppelt uns dann halt einfach mal hier ordentlich Schaden rein, ne? So, von da komme ich. Und dieser hier, der hat sich gerade geöffnet. Das würde ich ja gerne auf der Karte nochmal kontrollieren, weil ich würde da schon sehr gerne hin, ne? Ich würde da so ultra gerne hin. Aber ich denke halt, dass das nicht der Weg ist, den wir jetzt gehen sollen. Ich denke, wir sollen wahrscheinlich sogar jeden lang. Obwohl, nee, ich denke, wir sollen da wahrscheinlich nicht lang, aber das ist ein Zeitportal, ne? Das ist vielleicht genau das, was wir brauchen. Das ist kein Zeitportal, das ist kein reguläres Portal, scheint mir.
dann doch wieder hoch. Aber hinten ist eine Kiste. Oh, und hier ist auch eine Kiste. Und ich behaupte einfach mal, dass Absicht hier runter zu springen. Ich wusste natürlich, dass diese Kiste da ist. Definitiv. Ihr wollt aber nicht behaupten, dass ich hier irgendwas anderes behaupten würde als die absolute Wahrheit. Das wäre lächerlich. Toller Schlag. Naja, wie sagt man, aller guten Dinge sind drei, ne? So, wenn wir jetzt da vorne die Gittertür aufgemacht haben, haben wir sie hier natürlich nicht geöffnet. Na super. Na super toll, warum genau bin ich jetzt hier? Deshalb bin ich hier. Scheiße, aber das Seelenlenker sind wir auch noch mal. Also wir müssen nicht, aber ich würde ganz gerne, weil ich finde, es lohnt sich schon, gerade weil wir halt auch eine Quest dafür haben. Wie jetzt ist was? Vielleicht belastend so in der Umsetzung, oder? Was passiert, wenn ich jetzt da runterspringe und dann da hochklettere und kann ich dann da hinten irgendwo durch? Oder trete ich mir jetzt gleich selbst in den Arsch? Wie dämlich ich mich damit angestellt habe. Oder? Ich bin nicht stationär, ich bin so rum. Ja, komm, okay, Leute, ich bin halt dumm, ne? Ich kann nicht. Hab's verstanden. Ja, trotzdem sind wir jetzt so anders als vorher. Ich dachte, ich könnte das vielleicht mit so einer Art Wallrun dann hochklettern, aber anscheinend kann ich das nicht. Trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich der Weg ist, den wir gehen sollen. Dass wir diesen ganzen Umweg da auf uns genommen haben, um jetzt in dieser Zeitebene hier wieder hinzukommen, wo wir jetzt hier durch die Tür können. Durch die wir, meine ich, noch nicht gegangen sind. Ne, nee, sonst wäre es ja, hätte es ja auf der Karte gestanden. Tschüss, Decke. Schreib mal. Die können auch so der Level 20 sein, das sind keine würdigen Gegner für uns. Tut mir leid. Da ist noch ein... ist das noch eine Seite? Oder ist das einfach so eine Vulgrim-Münze? Ich bin gerade nicht sicher. Hier, da hinten ist ein Portal. Das müsste uns ja theoretisch ungefähr bei der Truhe rausbringen, oder? Oh Gott, Leute, ich weiß jetzt schon, dass mein Gehirn... Ey! Ich weiß jetzt schon, dass mein Gehirn hier so hoffnungslos überfordert sein wird. Ja, sowas kann ich eigentlich nicht. Das ist, also nicht Rätsel im Allgemeinen, diese Art von Rätsel. Mit verschiedenen Zeitebenen und wenn ich dadurch die Portale gehe, verändert sich was und später müssen wir wahrscheinlich dann auch noch Hindernisse überbrücken und aber quasi letztendlich wieder in unserer eigentlichen Zeitebene ankommen, was in diesem Fall ja die Vergangenheit wäre, weil wir wollen ja zu Samael und er ist ja verschwunden.
So, hier könnte ich jetzt schon wieder wechseln. Ich könnte. Ich mache es jetzt einfach nicht, aber so rein theoretisch gesehen, ich könnte. Ah, so ein Grappletool bringt keine Belohnung. Oder weniger Belohnung oder irgendwie so eine Art. Das müssen wir irgendwie reinigen. Jetzt kommen wir an die Truhe nicht dran. Es ist nur eine bescheuerte 0815 Vulgrim-Münze. Na gut. Okay. Hab ich ja verstanden. Hat das eingesammelt? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wenn ich hier die Möglichkeit auf zwei Portale habe, da hinten wahrscheinlich weitergeht, dann interessiert mich jetzt, tut mir leid. Was macht dieses Portal mit mir? Es ist belastend, das hier ist doch der richtige Weg. Das ist eigentlich ein Miniboss. Oder ein ganz regulärer Gegner. Wobei ein Miniboss natürlich eigentlich jetzt hier gesehen auch ein ganz normaler Gegner sein kann. Ich will jetzt in keinster Weise diskriminieren oder sowas. Dass die wenn das die Zeitebene ist, auf der wir spielen sollen. Er hat den Anfang des Satzes vergessen. Das macht es gerade relativ schwierig, den noch zu Ende zu funktionieren. Gott, ich muss ins Bett. Naja gut, halbe Folge haben wir auch schon. Das schauen wir jetzt auch noch. Das meinte ich, dass er so ein bisschen an der Wand hochkraxelt, dass er da ruhig machen kann. Okay, dann also hier weiter. Teil kenne ich doch schon. Bin ich doof? Ich bin ziemlich doof, oder? Dann sag doch mal, bin ich gerade absichtlich wieder von hier weggesprungen? Auf mir bekanntes Terrain. Ich weiß, es geht den Weg schon wieder. Au. Jetzt stellt er mich hier hin.
Geh es hier durch, ja. Läuft bei uns, ne? Die haben aber auch einen Wumms drauf, ne? Das ist. Da guckst du einmal nicht richtig hin und schon bist du tot. Das liegt vielleicht an meinem etwas geringen Widerstand. Alter, gleich mal so eine fucking Kombo-Attacke, ne? Jo! Fick dich! Mein Hüfter! Oh, lasst mich das mal! Ich muss den Flammenkick da erledigen, das ist der Geile. Das ist der, der mir den Schaden reinklöppelt. Weil ich halt keine elementaren Widerstände habe, ne? Ich habe zwar einiges an Abwehr inzwischen. Und ich habe meine Regeneration, aber so an sich... Wirklich, dass ich irgendwie großartig irgendwelche elementaren Attacken abwehren oder widerstehen könnte, oder na, das habe ich nicht. Dem war doch so, ne? Ich erzähle dir jetzt keinen Blödsinn. Ja, wieder schon 28, was denn das? Das ist doch gar nichts. Fucking gemein, ne? Es ist so scheiße, ey. Und im Nachhinein überlegt, wenn ich die Werkzeuge, die mir vom Spiel zur Verfügung gestellt wurden, vielleicht auch tatsächlich mal so ein bisschen in mein immer wild auf die gleiche Taste hämmern, um Scheiße, das wollte ich gar nicht. Das war jetzt etwas belastend, weil das tatsächlich nicht meine Intention war. Ja, das macht da unten auf. Das ist sehr schön, dass dann da unten aufmacht. Weil ich habe mich hier noch gar nicht richtig umgesehen. Da ist ja noch irgendwas. Hier, mit jedem Schlag kriege ich Zorn in der Riemen. Alter. So, ich will mich hier jetzt auch mal sicher fühlen. Wie kriegt man das zerstört? Oh, ein Skelettschlüssel. Okay. Dann wohl ein Seelenteiler, würde ich sagen.
Alter! Jetzt lass mich doch mal irgendwas machen hier! Greifhaken-Äquivalent gegen die Kerle vorgehe, ist das ja alles tatsächlich gar nicht so das Problem. Ich muss halt so ein bisschen aufpassen, vor allem um meine Heiltränken. Die gehen jetzt dann doch ein bisschen zur Neige, das gefällt mir gerade nicht. Scheiße! Das passiert, wenn man unkonzentriert und hektisch ist. Dann drückt man dann einfach die falschen Tasten. Ich wollte den Fahrradläufer auswählen. Damit ich da oben das Portal aktivieren kann. Damit wir dann da mit unserer regulären Spielfigur reinkommen. Ob ich mir gerade nicht sicher bin, wo er von hier... Ah! Ah ja, klar. Jetzt ergibt das alles auch einen Sinn. Muss ich nur entwerten, wo war denn... Müsste nicht... Ich finde das Portal schon. Mäh! Was ist das Scheiße? Ernsthaft, wo ist das Portal? Super. Besser. Ja. Irgendwie müssen wir dieses Bömmchen ja erst rauskriegen. Beispiel da, jetzt habe ich nur keinen Weg, da irgendwie reinzukommen. Also vielleicht doch noch mal ein Doppelpack hier. Natürlich bedeutet, dass wir den Weg jetzt gerade noch mal laufen müssen, weil ich will jetzt mal gucken, was ich durch das Portal sehen und eventuell erreichen kann. Geil. Ja.
Ich glaube, ich bin da gerade zu doof zu. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas so offensichtlich. Das einem quasi schon ins Gesicht springt, wenn man sich nur im gleichen Raum davon befindet. Und ich habe halt keine Ahnung. Ich meine, das Portal, das ist noch ein Zeitportal, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das hat doch keinen Sinn, das hier irgendwie großartig noch zu forcieren. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Ich muss über das Rätsel erstmal nachdenken, aber das Nachdenken, das wird erst wieder funktionieren, wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe. Von daher, tut mir leid, ich hätte das jetzt gern noch erledigt, aber ein bisschen was haben wir ja trotzdem geschafft, ein bisschen was haben wir trotzdem gelernt. Und wir machen einfach weiter in der nächsten Folge von Darksiders 2. Ich freue mich auf euch. Bis dann.